Warte, was? Und dann kommt der Satz, der mich daran so ein bisschen stört. Da hängt auch unten nur Zeitung rein und dann dieses Vogelgitter. Peaches. Oh, die macht mich wahnsinnig. Peaches? Nein. Hören eure Wellensittiche auch so gut auf euch? Also meine hören zu 100% immer auf mich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen in der Vogelfamilie. Heute war ich mal wieder auf eBay Kleinanzeigen unterwegs und ich habe es nach ungefähr 3 Minuten bereut, dass ich eBay Kleinanzeigen geöffnet habe. Und warum ich das bereut habe, werde ich euch heute in diesem Video zeigen. Denn ich habe auf eBay Kleinanzeigen die schlimmsten Käfige, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja. Gesehen. Ich finde es einfach sehr krass, dass Menschen solche Käfige noch verkaufen, beziehungsweise dass es allgemein noch solche Käfige gibt und die vielleicht sogar noch hergestellt werden. Und ich dachte mir, dass ich euch die Käfige einmal in diesem Video zeige. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den verschiedenen Käfigen unten in die Kommentare. Ich habe 4 Stück gefunden, wo ich wirklich fast ohnmächtig geworden bin, als ich die gesehen habe. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Video. Ich stehe jetzt übrigens immer auf der rechten Seite, wenn ich euch Bilder einblende. Eigentlich stehe ich immer auf der linken Seite, allerdings habe ich hier wieder ein bisschen umgebaut. Und Vanni hat sich entschieden, da so einen komischen Ast hinzuhängen. Deswegen hat mein dicker Kopf da keinen Platz mehr auf der linken Seite. Aber egal, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Käfig an. Und zwar steht in der Beschreibung Vogelkäfig klein, in Klammern noch neu. Dafür wird 35 Euro verlangt und sonst steht in der Beschreibung nicht wirklich viel. Hier steht nur noch neu mit Zubehör, Größe 36 x 29 x 46 cm und halt dann noch wieder Festpreis 35 Euro. Ich würde sagen, ich gehe erstmal auf den Preis ein. Also 35 Euro sind echt heftig. Wenn man überlegt, dass der dann noch mit Versand irgendwie ja, versendet wird, verschickt wird, dann muss man ja noch mehr bezahlen. Also 35 Euro für so einen kleinen Mini-Käfig finde ich schon heftig. Ja, ich glaube, da muss ich nicht mehr zu sagen. Aber ich denke, wir kommen mal zu dem Käfig an sich. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass ich den Käfig schrecklich finde und als allererstes viel zu klein. Der Käfig ist natürlich schon echt mini, also mehr als 2 Wellensittiche würde ich da nicht reintun. Den Käfig könnte man vielleicht als Transportkäfig benutzen, aber definitiv nicht als normalen Wellensittichkäfig bzw. Kanarienkäfig. Ich würde den für kein Tier empfehlen. Dann fängt es an wieder mit den Plastiknäpfen, da habe ich ja schon so oft etwas zu gesagt. Ich würde einfach keine Plastiknäpfe anbieten, weder fürs Futter noch fürs Trinken einfach gar nicht anbieten, weil ich das einfach nicht so schön finde und auch zu gefährlich Thema reinfallen in diese Näpfe. Und dann muss ich sagen, finde ich die Klappe auch nicht so schön. Die muss man ja irgendwie so hochschieben. Ich persönlich hatte so einen Käfig noch nicht. Ich weiß nicht, wie man das Ganze dann festmacht. Also ob man, wenn man das hochschiebt, ob man das da irgendwie festmachen kann. Das heißt, ob die Wellensittiche oder die Vögel selber entscheiden können, ob sie oder wann sie reinfliegen können und wann nicht. Mir wäre es allerdings zu unsicher. Dann kommen wir wieder zu der Beschichtung. Und zwar ist da so ein komischer Lack um diese Gitterstäbe. Dieser Lack ist giftig für Wellensittiche, giftig für Kanarienvögel, giftig für alle Vogelarten. Deswegen würde ich solche Käfige mit weißem Lack oder irgendwelchen anderen Lacks, egal ob der jetzt rosa ist, grün, blau oder sonstige Farben, ich würde es einfach nicht anbieten, weil die knabbern das ab. Das sieht man auch nach der Zeit, dass es abgeknabbert wird. Und das ist giftig für Wellensittiche und auch andere Tierarten. Deswegen nicht anbieten. Bitte nicht. Dann kommen wir zu den Stangen. Das sind, glaube ich, noch welche aus Holz. Also auf jeden Fall sieht es für mich so aus. Wenn es Plastikstangen sind, würde ich die auch niemals anbieten. Das ist einfach überhaupt nicht gut für die Krallen. Wenn es diese Holzstangen sind, die man einfach mit dazu bekommt, kann man natürlich anbieten. Besser wären aber dann diese Naturäste. Also die kann man ja auch kaufen. Die sind dann gewölbt. Die haben verschiedene Dicken und verschiedene Dünnen. Und das ist dann immer viel schöner für die Krallen. Und auch zum Abknabbern ist es viel besser, wenn man diese Naturäste anbietet, denn diese normalen Stangen, die man dazu bekommt, da können die zwar drauf sitzen, aber das war es dann auch. Die können da nichts irgendwie dran abknabbern. Ja, ich glaube, mehr muss ich da echt nicht zu sagen. Das Einzige, was ich noch sehe, was ich immer mit am schlimmsten finde, sind diese kleinen Vogelringschaukeln. Und zwar sind die auch immer noch aus Plastik. Also das sind einfach diese runden Schaukeln aus Plastik. Meistens sind die auch weiß, passend dann zum Käfig. Erstmal sind die, glaube ich, viel zu klein für Wellensittiche. Für Kanarienvögel würden sie wahrscheinlich noch gehen. Aber für Wellensittiche sind sie einfach zu klein. Und auch wieder Thema Plastik. Ich finde es einfach echt nicht schön. Bitte kauft solche Käfige nicht. Unten sieht man auch
auch nochmal ganz schön auf dem nächsten Bild, dass da unten ein Gitter drin ist. Ich verstehe bis heute nicht wirklich, warum es solche Gitter gibt, weil unten macht man ja den Vogelsand rein, vielleicht auch darunter noch Küchenrolle und oben drüber ist dann dieses komische Gitter, was ich nicht verstehe, weil diese Vögel, die müssen ja an diesen Vogelsand rankommen, an das Grit und an diesen Vogelsand und das geht nicht, wenn dieses Gitter da oben drüber ist. Deswegen verstehe ich den Sinn von diesem Gitter nicht. Manche machen da vielleicht auch unten nur Zeitung rein und dann dieses Vogelgitter. Peaches, oh, die macht mich wahnsinnig. Peaches macht mich langsam echt wahnsinnig. Ich habe links das Trinken drin und Peaches versucht das die ganze Zeit rauszuhebeln. Hört ihr das? Die ist da unten. Peaches, lässt du das mal? Hey, lass das Wasser da drinnen. Bitte. Mach das nicht. Mach das nicht. Nicht. Nein. Sie fängt damit eh gleich wieder an. Peaches? Nein. Hören eure Wellensittiche auch so gut auf euch? Also meine hören zu 100% immer auf mich. Ne, Peaches? Naja, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem zweiten Käfig. Und zwar kommen wir zu diesem Käfig. In der Anzeige steht Vogelkäfig für kleine Vögel, zum Beispiel Kanarienvögel. Peaches! Unglaublich, sie hat es auch schon geschafft, diesen kleinen Edelstahlnapf rauszuschmeißen. Obwohl der mit Wasser voll ist. Also der ist schon ziemlich schwer. Hörst du auf damit? Genau, als Preis steht da 20 Euro Vorbehalt. Hallo, biete einen kleinen Vogelkäfig in der Farbe weiß, hellblau an. Der Käfig ist in einem neuwertigen Top-Zustand. Und dann kommt der Satz, der mich daran so ein bisschen stört. Darunter steht nämlich, diese schöne Villa, in Klammern kleiner Käfig, bietet ein neues Zuhause für ihre Lieben. Ob für Kanarienvögel oder andere kleine Vögel, flexibel einsetzbar. Inklusive zwei Sitzstangen, eine Schaukel und zwei Futternäpfe. Und dann halt nochmal, der Preis ist verhandelbar. Ja, auch da weiß ich wieder nicht so recht, wo ich anfangen soll. Auch hier sieht man ganz eindeutig diesen Lack. Und zwar ist das einfach diese weiße Beschichtung, die man da sieht. Auch in diesem Käfig ist wieder alles aus Plastik. Der ist eigentlich genauso aufgebaut wie der Käfig davor, nur dass er da noch irgendwie einen Turm weiter oben drin hat. Auch das bringt überhaupt nichts. So wie diese Sitzstange da gerade angebracht ist, bringt es gar nichts. Weil Wellensittiche oder auch andere Vögel, die springen von rechts nach links oder von links nach rechts. Und ja, man kann in diesem Käfig gar nicht springen. Und wenn sie auch noch so schräg angebracht ist, kann er nirgendwo hinspringen, der Wellensittich oder der andere Vogel. Hier ist auch wieder oben diese schöne Plastikringschaukel. Also, oh, ich kriege da echt Gänsehaut, wenn ich das sehe. Würde ich einfach nicht empfehlen. Das nächste, was mir auch da nicht gefällt, ist das Dach. Es ist ja ganz niedlich gemacht, dass man sagt, okay, es sieht aus wie so ein kleines Haus. Allerdings sind oben diese Dachschrägen angebracht. Und wenn der Wellensittich da dann einmal so rauffliegt und direkt an diese Kante von diesem Dach fliegt, kann es auch zu Verletzungen kommen. Und deswegen würde ich solche Käfige, die außen irgendwie so ein bisschen irgendwas übrig haben, so wie eine Art Dach aufgebaut sind, würde ich einfach nicht anbieten. Also auch da ja, finde ich den Käfig echt nicht so schön. Ich verstehe mal nicht, warum man sich sowas anschafft, beziehungsweise einfach so wenig Geld für Käfige ausgibt. Wir kommen zum dritten Käfig, den ich gefunden habe. Und zwar steht da in der Beschreibung, Vogelkäfig für kleinere Vögel. 25 Euro wird dafür verlangt. Habe besonderen Vogelkäfig für kleinere Vögel abzugeben. Also besonders finde ich die auch alle, aber besonders eher in diese Richtung und nicht in diese Richtung. Dazu steht dann noch die Maße und zwar ist der 47 cm hoch, 36 cm breit und in die Tiefe geht er 26,5 cm. Ja, auch da kann ich mich echt nur noch wiederholen. Da finde ich die Form schon ein bisschen besser als die davor, also mit dem Dach. Ich finde die ohne den Dach und einfach nur die Rundung besser, weil man kann da einfach mehr draus machen. Aber auch hier ist wieder der Lack drin, da sind verschiedene Plastikstangen drin, Plastikspielzeug. Dann ist da auch wieder ein Spiegel drin. Spiegel sind auch nicht gut für Wellensittiche und Spiegel gehören auch mit diesen kleinen Plastikvögeln zu dem tierschutzwidrigen Vogelspielzeug. Deswegen würde ich es auch nicht anbieten. Hier finde ich die Plastiknäpfe noch schlimmer, einfach weil die komplett abgedeckt sind. Das heißt, wenn der Wellensittich sich vorne raufsetzt und da, weiß ich nicht, zum Beispiel Trinken drin ist, er fällt mit dem Kopf vorne in diese Öffnung rein und kann dann aber selber nicht zurückkommen. Und das finde ich immer sehr,
Ja, gefährlich. Also ich finde, man lebt da echt gefährlich mit dem Tier. Hier sieht man auch auf dem Bild, dass das festzustellen ist, der Eingang. Das war ja vorher meine Frage, ob man das feststellen kann. Anscheinend geht das. Auch unten ist wieder dieses komische Gitter drin, was ich auch nicht verstehe. Es ist wieder alles aus Plastik und ich finde es einfach echt schade. Ja, der letzte Käfig ist echt der Horrorkäfig. Den gibt es in verschiedenen Varianten leider und der wird auch immer noch verkauft. Ich habe auf Amazon geschaut und es gibt immer noch Anbieter, die diesen Käfig verkaufen, leider Gottes. Und zwar sind es die sogenannten Rundkäfige. Hier steht jetzt in der Beschreibung, dekorativer kleiner Vogelkäfig, weiß kaum Gebrauchsspuren. Für 25 Euro wird da angeboten. In der Beschreibung steht, dekorativer kleiner Vogelkäfig, weiß kaum Gebrauchsspuren. Gesamtgröße ca. 64 cm, Durchmesser 37 cm, herausnehmbarer geteilter Zwischenboden. Zwei außenliegende Näpfe mit drehbarem Schutz, zwei Sitzstangen, Käfig wurde letztes Jahr gekauft, zum kurzfristigen Auseinandersetzen von Kanarienvögeln, kaum Gebrauchsspuren, bla bla bla. Hier muss ich auch sagen, dass ich 25 Euro viel zu viel finde, dafür, dass der Käfig einfach so viele negative Eigenschaften hat. Also ich sehe an diesem Käfig nichts, was gute Eigenschaften hat, beziehungsweise das Einzige, was man vielleicht gut finden könnte, ist, dass er schnell sauber zu machen ist. Weil wenn man sich so einen Käfig holt, muss man ja einen Tag lang sauber machen. Und wenn man sich so einen Rundkäfig holt, dann muss man vielleicht 5 Minuten sauber machen. Das ist das Einzige, ja, Leichte, was mir vielleicht einfällt, warum man den Käfig kaufen könnte. Auch hier ist wieder alles aus Plastik, die Lackbeschichtung ist auch wieder da, dann diese Plastik, ja, Näpfe, Plastikstangen. Ja, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Also das Schlimmste von allen Käfigen, die ich bisher gesehen habe, finde ich wirklich diese Rundkäfige am schlimmsten. Am schlimmsten finde ich immer noch, dass man die Wellensittiche 24 Stunden in diesem Ding hält und dann noch irgendwo oben an der Decke anbringt. Und zwar ist ja an dem Käfig oben auch noch so eine kleine Schlaufe. Das heißt, man könnte ihn auch noch aufhängen. Ich glaube, für manche Menschen sind Vögel gar keine Tiere, sondern eher so eine Dekorationssache, dass sie die irgendwie mit diesem Käfig an die Decke hängen, dass die ein bisschen, ja, Musik machen, ein bisschen zwitschern, aber sonst auch nichts, dass die irgendwie mal fliegen oder auch mal das Zimmer dreckig machen, Sachen kaputt machen, das gehört für die Menschen wahrscheinlich nicht dazu. Ich muss wirklich sagen, dass ich es sehr schade finde, aber ich dachte, ich zeige euch diese Käfige trotzdem einfach mal in diesem Video. Schreibt mir sehr, sehr gerne mal eure Meinung zu den Käfigen in die Kommentare, aber das sind bisher so die schlimmsten Käfige, die ich jemals gesehen habe. Nicht nur auf eBay Kleinanzeigen, im Laden, über Instagram. Ja, das sind einfach wirklich die schlimmsten. Aber ganz heftig finde ich halt echt diese Rundkäfige. Und ich finde es sehr traurig, dass diese noch angeboten werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wollte euch die Käfige einfach mal zeigen und ja, vielleicht werden ja Menschen darauf aufmerksam, dass diese Käfige nicht so gut sind. Ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Video und ja, passt auf eure Tiere auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!